This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truth in Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be loved by Rome, sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Die zweite Lesung steht an, des fantastischen Buches Geschichte der Inquisition im Mittelalter, Band 1, Ursprung und Organisation der Inquisition. Wir kommen zu dem Thema die Inquisition und die Geschichtsforschung. Ein sehr interessantes Thema, mit dem der Autor sich hier die nächsten 18 Seiten beschäftigt. Von daher fürchte ich, weil ich mein Lesetempo ja inzwischen ein wenig kenne und die Kommentare, die ich da immer beigeben muss, dass das wohl nicht ganz funktionieren wird, diese 18 Seiten in einem Mal durchzulesen. Aber ich tue mein Bestes. Es ist auf jeden Fall so, dass das noch zu dem gehört, was ich eine trockene Einleitung genannt habe, obwohl ich es eigentlich gar nicht so trocken finde. Es geht vor allen Dingen gleich am Anfang ziemlich spannend los. Und da muss ich auch schon mal gleich ein paar schwere Kommentare mit einwerfen. Aber der Autor wird sich da in späteren Zeiten auch noch drüber berichtigen, was er hier sagt. Aber wo es hiermit jetzt anfängt, wo er hier Paulus bezichtigt, der Einführer der Inquisition zu sein, das wird ihm von seinen Kritikern vorgeworfen. Solchen Leuten, wie wir letztes Mal gelesen hatten, der eine Kirchenmensch hier, der eine Katholik, der dann halt meinte, dass das ein antikatholisches Buch wäre. Ja, das ist ja in Ordnung, dass das Buch antikatholisch ist. Wenn es nicht antikatholisch wäre, würde ich es wahrscheinlich auch nicht lesen. Auf der ganzen Welt gibt es ja sonst nichts anderes außer katholische Bücher. Also gut, fangen wir an. Die Inquisition und die Geschichtsforschung. Die Inquisition ist eine nur schwer verständliche Einrichtung, wenn man bedenkt, dass sie aus dem Schoße einer Kirche hervorging, die sich auf das Evangelium beruft. So, nach diesem ersten Satz muss ich schon mal eine Pause einlegen. Das heißt ja, dass der Autor hier in seiner Unkenntnis, sag ich mal, obwohl das ein sehr gelehrter Mensch anscheinend ist, immerhin hat er
viele Bücher geschrieben und so ein monumentales Werk wie das hier, aber trotzdem muss ich ihm hier vorwerfen, dass er wohl nicht verstanden hat, dass die römisch-katholische Kirche nicht das Christentum ist. Natürlich hat er recht damit, wenn er sagt, dass die Inquisition aus dem Schoße einer Kirche hervorging, die sich auf das Evangelium beruft. Ja, die römisch-katholische Kirche beruft sich auf das Evangelium, aber sie lehrt es nicht. Die römisch-katholische Kirche sagt, sie ist die christliche Kirche, aber sie ist es nicht. Und das wissen wir ja inzwischen gut genug. Also von daher finde ich, dass man allein schon diesen ersten Satz mit ein wenig Salz nehmen muss. Man muss sich das ein bisschen umdenken, weil die Kirche, die die Inquisition eingeführt hat, ist nicht die Kirche, die wirklich aus dem Evangelium hervorging, ist nicht die wirkliche apostolische Kirche, sondern ist nur ein, wie sagt man das so schön, ein Counterfeit, ja? Sagt man im Englischen. Was ist denn das im Deutschen? Counterfeit, ne? Eine Fälschung. Ja? Es ist eine Fälschung der Originalkirche. Aber wie gesagt, ich werde mir jetzt auf dem ersten Satz hier nicht 5 Minuten lang drauf einhämmern, aber nur mal eben den Punkt eben bitte schön machen, dass wir gut verstehen, dass die Inquisition zwar aus dem Schoß einer Kirche hervorgeht, die sich auf das Evangelium beruft, die aber nicht das Evangelium lehrt. Wie hat die Religion der Liebe und der Duldsamkeit dahin kommen können, die Menschen lebendig zu verbrennen, welche ihre Lehren nicht freiwillig annehmen wollten? Das ist die entscheidende Frage. Und die lässt sich natürlich ganz leicht beantworten, aber wir wollen ja das Buch lesen und wir wollen sehen, inwieweit das Buch hier diese Frage beantwortet. Schon im Neuen Testament finden sich die ersten Keime des Schreckens, den später die Ketzerei einflößen sollte. Der Apostel Paulus spricht sich gegen dieselbe aus, mit einem Nachdruck, der gleichsam als das Vorspiel für die Grausamkeiten und den Hass des Mittelalters angesehen werden kann. In seinem Brief an Titus im 3. Kapitel, Verse 10 und 11, ruft er aus, Zitat, einen ketzerischen Menschen meide, wenn er einmal und abermal ermahnet ist, und wisse, dass ein solcher verkehrt ist und sündiget, als einer, der sich selbst verurteilt hat. Ende Zitat. Ja, einen ketzerischen Menschen meide und wisse, dass ein solcher verkehrt ist und sündiget, als einer, der sich selbst verurteilt hat. Richtig. Das gibt aber mir nicht das Recht, diesen Ketzer zu verfolgen. Und zwar strafrechtlich zu verfolgen. Das heißt, ihn zu foltern und ihn zu töten. Das sagt Paulus in Titus nicht. Aber die römisch-katholische Kirche gebraucht natürlich solche Dinge, um das eben anders auszulegen. Und von daher eben auch dieser erste Sinn, dass die Inquisition aus dem Schoße einer Kirche hervorgeht, die sich auf das Evangelium beruft. Das muss man in dem Zusammenhang natürlich richtig verstehen. An einer anderen Stelle setzt Paulus den Götzendiener auf dieselbe Stufe wie den Unzüchtigen, auf eine selbe Stufe wie den Geizhals, den Verführer und den Trunkenbold und verbietet es, mit ihnen zu verkehren und mit ihnen zu speisen. Und da kann ich Paulus nur recht geben. Wie können zwei miteinander gehen, außer sie sind im Einverständnis? Steht, dachte ich, in Amos, sogar in der Alten, im Alten Testament schon drin geschrieben, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja? Doch fügt er in seinem zweiten Brief an die Thessaloniker im Kapitel 3, Vers 15 hinzu, Zitat, haltet ihn nicht für einen Feind, sondern ermahnet ihn als einen Bruder. Und genau das ist der Punkt. Aber wenn diese Ermahnung nichts bringt, dann muss man sich von ihm absondern. Absondern heißt aber nicht, man muss ihn verfolgen. Und das heißt auch nicht, man muss ihn foltern und man muss ihn umbringen, aber man muss sich von ihm absondern. Der Apostel Johannes aber, sonst so sanftmütig und milde, sagt in seinem zweiten Brief in Vers 10, Zitat, so jemand zu euch kommt und bringet diese Lehre nicht, den nehmet nicht zu Hause auf und grüßet ihn auch nicht. Auch hier, Ende Zitat, auch hier stimme ich absolut dem Johannes zu. Wenn jemand zu mir kommt, ich habe gerade heute ein Video gesehen, oder gestern Abend noch ein Video gesehen von Kobe Lance,
von dem YouTube-Kanal Dave Flang, habe ich euch schon öfter davon erzählt. Und der Dave Flang, also der Kobe Lance, hat in seinem Video gesprochen über eine Begegnung mit Jehovas mit den Zeugen Jehovas. Und hat sich auch hier auf diesen Johannesbrief berufen und gesagt, die sollte man nicht bei sich zu Hause einladen. Wenn man mit den Zeugen Jehovas sprechen will, gut und gerne, schön, dann tut das auf neutralem Grund. Tut es an der Türschwelle oder verabredet euch mit denen irgendwo in einem Café oder auf einer Parkbank oder was weiß ich wo, auf neutralem Boden, aber ladet sie nicht in euer Haus ein. Bringt den Unrat nicht in euer Haus. Bringt nichts Unheiliges in euer Haus. Da bin ich absolut mit Johannes hier in diesem Fall einverstanden. Und das ist kein Freibrief für irgendeine Inquisition. Der Autor fährt fort, und hat nicht Jesus selbst in einem Bilde, das später wörtlich genommen wurde, gesagt, wie wir im Evangelium von Johannes, Kapitel 15, Vers 6 lesen können, Zitat, wer nicht in mir bleibet, der wird weggeworfen wie ein Rebe und verdorret. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und muss brennen. Ende Zitat. Ja, das stimmt. Aber schauen wir uns doch mal bitte schön genau an, was Jesus hier genau sagt. Er sagt nicht, ich muss jemanden wegwerfen und ich muss ihn wie eine Rebe verdorren lassen und ansammeln und ich muss ihn im Feuer verbrennen. Das sagt Jesus nicht. Jesus sagt, wer nicht in mir bleibet, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorret, weil er eben nicht das Leben in sich hat. Jesus ist das ewige Leben. Und wer eben nicht in Jesus verbleibt, hat nicht das Leben. Und deswegen wird er wie eine Rebe verdorren. Und sie wird ins Feuer geworfen und verbrennen, weil am Tag des Gerichts werden diese Leute gerichtet aufgrund dessen, dass sie eben nicht das ewige Leben in sich haben, weil sie Jesus Christus nicht anerkannt haben. So muss man das verstehen. Das ist die wirkliche biblische Erklärung, weil Jesus Christus hat niemals jemand anderes so angehalten, um jemanden, der nicht an ihn glaubt, zu verfolgen, zu foltern und zu ermorden. Ihm alle seine Besitztümer abzuerkennen, alle die Besitztümer seiner Familie zu konfiszieren für die nächsten paar Generationen. Jetzt sagt ihr, was erzählt der Jörg denn hier? Ah, da kommen wir in dem Buch später noch hinzu. Das ist, was die Inquisition gemacht hat. Ich sag euch, das Buch ist super spannend, echt interessant, um dran zu bleiben. Also es macht mir unglaublich viel Spaß, das zu lesen. Ich hoffe, dass ich es gut hinkriege, weil ich habe hier nicht so gutes Licht heute Abend. Von daher, aber ich hoffe, dass wir bis jetzt schön auf einer Linie sind und einer Meinung sind. Im Laufe der Jahrhunderte, fährt der Autor fort, berufen sich die Inquisitoren auf diese zusammenhanglosen Stellen und legen sie von blindem Fanatismus getrieben zu ihren Gunsten aus, aufgrund, weil sie ihre Kasuistik und Sophistik gebrauchen, indem sie damit zugleich die unzweideutigen Vorschriften des Alten Testaments verbinden. Und dann sprechen wir über zum Beispiel das Buch Deuteronium, das fünfte Buch Mose, Kapitel 13, Verse 6 bis 9 und auch später noch Kapitel 17, Verse 1 bis 6. In dem Buch selber steht ein Bibelzitat, was ziemlich genau, glaube ich, oder was übereinstimmt mit der Lutherbibel von 1545. Und die gebrauche ich sowieso für die ganze Zeit der Lesung dieses Buches, anstatt die Schlachter 1951. Und werde immer eben dieses Zitat für euch vorlesen, so wie es hier im Buche geschrieben steht. Aus dem fünften Buch Mose, also Deuteronium, Kapitel 13, Verse 6 bis 9, Zitat. Wenn dich dein Bruder, deiner Mutter Sohn oder dein Sohn oder deine Tochter oder das Weib in deinen Armen oder dein Freund, der dir ist wie dein Herz, überreden würde, heimlich zu sagen, lass uns gehen und anderen Göttern dienen, die du nicht kennst, noch deine Väter, so willige nicht da rein und gehorche ihm nicht. Auch soll dein Auge nicht seiner nicht schonen und du sollst dich seiner nicht erbarmen, noch ihn verbergen, sondern sollst ihn erwürgen. Deine Hand soll die erste über ihn sein, dass man ihn töte und danach die ganze Hand des Volkes. Ende Zitat.
In einer Fußnote sagt der Autor hier, dass in einer zu Madrid im Jahre 1598 gedruckten Abhandlung macht der Inquisitor Ludwig de Paramo aus Gott dem Vater den ersten Inquisitor, weil er Adam und Eva nach ihrem Fall bestraft habe, und er erklärt mit Hilfe des bekannten Textes Pasche Oves Meas, dass Jesus die Inquisition erneuert und bestätigt habe. Also, Jehova und Christus sind Großinquisitoren. Wenn man dem Inquisitor Ludwig de Paramo von 1598 glaubt. Die Lehre der Inquisitoren der römisch-katholischen Kirche ist ja, den Gott der Bibel zu verdammen und schlecht zu machen. Und über das, was wir jetzt gerade hier gelesen haben, das kommt ja, wie gesagt, aus dem Deuteronomium Kapitel 13, Verse 6 bis 9, was ich gerade vorgelesen habe. Ich habe da keine große Lust, jetzt drauf einzugehen und das bis ins Detail zu erklären. Aber das ist dasselbe, wie warum im Alten Testament die Israeliten andere Völker vertrieben und diese ermordet haben. Und das ist deswegen zwischen Anführungsstrichen rechtens, weil diese Personen sowieso schon tot waren. Sie waren geistig tot. Sie hatten nur noch ihr Leben hier auf dieser Erde durchgebracht, damit anderen Göttern hinterherzulaufen. Und da sie anderen Göttern hinterherlaufen, haben sie sowieso das Recht auf ewiges Leben verwirkt. Und von daher kann der Gott, der das Leben gibt, das Leben auch nehmen. Und deswegen den Leuten befehlen, die seine Gesetze befolgen, das Leben von denen zu nehmen, die seine Gesetze nicht befolgen. Das ist eine ganz logische Sache und will überhaupt nicht sagen, dass der, zwischen Anführungsstrichen, Gott des Alten Testaments ein grausamer und wollüstiger oder blutiger oder mordender oder sonst was Gott war, wie viele Leute das immer gerne auslegen. Die verstehen es nur nicht, wie es richtig gemeint ist. Und innerhalb der Kongregation Israels, weil darüber sprechen wir hier im Buch Deuteronomium, ist dasselbe. Wenn ich innerhalb des, wie wir es heute nennen würden, des Körpers Christus, ja, der Kirche, der wahren Kirche und der Nachfolge Jesus Christus, einen Bruder habe, der mich verführen will, um anderen Göttern zu dienen, die ich noch meine Väter kannten, dann würde ich auf dieselbe Art und Weise reagieren. Ich würde ihn nicht umbringen, ich würde das dem Gott überlassen. Das ist der Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Aber ich würde mich von ihm absondern und ich würde ihn denunzieren als ein Verräter an dem Herrn, der er ist, dadurch, dass er so etwas vorschlägt. Der zweite Teil, der hier vorgeschlagen wurde, als Kapitel zu lesen, ist Kapitel 17, Verse 1 bis 6. Und da lesen wir dann in der Lutherbibel: Du sollst dem Herrn, deinen Gott, keinen Ochsen oder Schaf opfern, das einen Fehl oder irgendetwas Böses an ihm hat, denn es ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. Wenn unter dir in der Tor einem, die dir der Herr, dein Gott, geben wird, gefunden wird ein Mann oder Weib, der da Übels tut vor den Augen des Herrn, deines Gottes, dass er seinen Bund übergehet und hingehet und dienet anderen Göttern, also bricht das erste Gebot, und betet sie an, es sei Sonne oder Mond oder irgendein Heer des Himmels, das ich nicht geboten habe, und wird dir angesagt und hörest es, so sollst du wohl danach fragen. Und wenn du findest, dass gewiss wahr ist, dass solcher Greuel in Israel geschehen ist, so sollst du denselben Mann oder dasselbe Weib ausführen, die solches Übel getan haben, zu deinem Tor und sollst sie zu Tod steinigen. Auf zweier oder dreier Zeugen Mund soll sterben, wer des Todes wert ist, aber auf eines Zeugen Mund soll er nicht sterben. Ende Zitat. Hier ist es doch ganz deutlich, wie Gott es etabliert, dass das auch nur dann passieren kann, wenn man eben aufgrund von verschiedenen Zeugenaussagen jemanden, der, ich sage es jetzt mal, Ketzerei überführt. Ja? Hier geht es aber nicht darum,
die Inquisition rechtfertigen zu können. Hier geht es darum, im Alten Testament dafür zu sorgen, dass der Leib Christi, wie wir das heute nennen, dass das Israel, das gottestreue Volk, eben auch gottestreu bleiben kann. Und dass man die Leute, die eben nicht gottestreu sind, da raustut. Und genauso wie Gott den Israeliten befohlen hat, die anderen Völker zu vertreiben, dass die Israeliten das Land übernehmen konnten, und bei der Vertreibung diese Heiden umzubringen, und eben nicht nach ihren Göttern und Traditionen zu schauen und diese anzunehmen, genauso, sagt er auch, aus der eigenen Kongregation muss man eben diese umbringen, muss man in diesem Fall sie zu Tode steinigen, weil sie den Abfall innerhalb der Kirche darstellen. Aber der Autor fährt fort jetzt auf dieser Seite nach dem Zitat des ersten Deuteroniums: Indessen ist der wahre Sinn der evangelischen Lehre so klar, dass die ersten Christen jeden äußeren Zwang in Glaubenssachen mit Abscheu von sich wiesen, umso mehr, als sie selbst von den römischen Kaisern mit der äußersten Strenge verfolgt wurden. Und das ist genau der Punkt. Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Wir können das, was im Alten Testament die Israeliten getan haben, nicht auf uns eins zu eins übertragen. Jesus hat gelehrt, dass wir für unsere Feinde beten sollen, ja? Dass wir denen, die uns Schlechtes wollen, gut tun sollen, und dass wir für die beten sollen, nicht, dass wir sie umbringen sollen. Das ist ein Unterschied, aber es ist ein Unterschied zwischen der Lehre der Israeliten im Alten Testament und der Lehre der Israeliten im Neuen Testament. Und mit den Israeliten meine ich gottesfürchtige, Jesus folgende, bibeltreue Christen. Die sind nämlich das wahre Israel. Sicher mussten ihnen der Grundsatz der religiösen Duldung doppelt teuer sein, wofür man als Beleg zahlreiche und beredte Stellen aus Tertullian, dem heiligen Cyprian, aus Lactantius, dem heiligen Hilarius von Poitiers, dem heiligen Ambrosius von Mailand, dem heiligen Gregor von Nazianz und so weiter anführen könnte. Aber als im Jahre 313 der Kaiser Konstantin der Große zu Mailand sein Toleranzedikt verkündet hatte, das den Verfolgungen der Christen ein Ende machte und ihnen ihre Kirche und ihre konfiszierten Güter zurückgab, ging das vom Staat gestützte Christentum seinerseits schnell zur Verfolgung über. Ja, also erstmal im Jahre 313, als Konstantin zu Mailand das Toleranzedikt verkündet hatte, das ist eine Stelle, die in der Bibel beschrieben wird, in Offenbarung, wenn ich mich nicht irre, Offenbarung Kapitel 2 oder Offenbarung Kapitel 3, da will ich mich jetzt hier nicht auswendig so festlegen, das wüsste ich jetzt eben nicht. Das ist in Offenbarung, wir können uns das ja mal eben anschauen hier, Sekunde. Offenbarung 2, Vers 10 steht da. Ist es Vers 10? Ja. Fürchte dich vor der keinem, dass du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, auf das ihr versucht werdet. Ihr werdet Trübsal haben 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Ende Zitat. Das ist jetzt natürlich ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, wenn ich so einen Vers aus der Offenbarung 2, Vers 10 lese. Aber der Punkt, den ich machen will, ist der, dass in der Bibel, in der Prophezie, ein Tag ein Jahr ist. Und wenn Jesus hier spricht, weil es ist ja Jesus, der in der Offenbarung zu Johannes spricht, sagt, Trübsal werdet ihr haben 10 Tage, dann spricht er über die strengste Christenverfolgung der Geschichte bis jetzt, 2017, zwischen 303 und 313. Das sind die 10 Tage oder die 10 Jahre. Danach hatte Konstantin festgestellt, dass man das Christentum nicht überwinden konnte, dass man es nicht mit dem Schwert töten kann. Weil für 10 getötete Christen standen 100 auf, für 100 getötete standen 1000 auf. Das war das Problem. Also musste man die Taktik ändern. Und die Taktik war dann ja, dass man eben die Kirche infiltriert.
dass man das eben zur Staatskirche gemacht hat. Das steht hier ja auch. Ging das vom Staate gestützte Christentum seinerseits schnell zur Verfolgung über, weil, und das ist es hier, wir hier in 321 mit dem Sonntagsgesetz, aber hier schon in 313 mit dem Toleranzedikt in Mailand, eine Übernahme der apostolischen Kirche, der wirklichen, wahren, Jesus folgenden, Sabbat haltenden Kirche haben, wo sie vom Staat, nämlich vom römischen Staat, vom heidnischen römischen Reich übernommen wird. Das heidnische römische Reich macht hier auf einmal das Christentum zur Staatsreligion. Eine Theokratie wird hier in Wirkung gestellt. Die einzige Theokratie ist diejene, die galt unter den Israeliten bis zum ersten Buch Samuel Kapitel 8. Ab da, wo die Israeliten sagten, gib uns einen König, wie die Heiden auch einen haben, gab es keine legitime Theokratie mehr. Das mal eben dazu. Und man muss eben sich davon bewusst sein, dass wenn hier der Konstantin der Große sein Toleranzedikt verkündet, das eben nur dazu dient, um die Kirche, die man mit dem Schwert nicht vernichten kann, durch Infiltration von innen heraus zu zerstören. Und diese neue Kirche, das ist der Punkt, den man hier machen muss, diese neue Kirche ging dann schnell zur Verfolgung über. Das fing bereits an bei dem Konzil von Nicea, das in 325, wenn ich mich nicht irre, stattgefunden hat, wo unter anderem auch die Trinitätslehre als Dogma der, zwischen Anführungsstrichen, orthodoxen Kirche erklärt wurde. Ja? Und die Trinität ist unbiblisch. Das ist eine römisch-katholische Lehre, das ist eine Lehre, die aus Babylon kommt. Aber die wurde im Konzil von Nicea bereits festgelegt. 325. Da sieht man, wie schnell der Abfall hier eben in die wirkliche Kirche reinkommt. Und diejenigen, die es damals begriffen haben und sich von der wirklichen oder von dieser Kirche abgesondert haben, das sind die Völker, über die wir später noch in diesem Buch viel lesen werden. Völker wie die Albigenser und wie die Waldenser, die sich geflüchtet haben, eben genauso, wie es in der Offenbarung geschrieben steht, dass der Herr für die Frau einen Platz in der Wildernis gesichert hat für 1260 Tage oder 1260 Jahre in der Hinsicht. Ne? Das fängt schon hier an. Die Kirche muss sich hier von Rom distanzieren. Und das hat sie auch getan. Aber fahren wir mal fort mit dem Lesen, weil hier steht ja auch, bald darauf, in 325, fand das Konzil von Nicea statt. Ich hatte da ein Papier drüber, ich habe es gar nicht gesehen. Fand das Konzil von Nicea statt, wo diejenigen mit dem Tode bedroht wurden, welche Schriften des Erzketzers Arius lesen oder besitzen würden. Gerade 40 Jahre nach dem Toleranzedikt von Mailand erließe der Kaiser Konstanz das Edikt von 353 gegen die Ketzer. Ihm folgten die furchtbaren Gesetze des Gratian, des Valentian, des Theodosius und des Justinian gegen die Heiden, gegen die Juden und gegen die Ketzer. Die Heiden, hier mal eben nur mal deutlich gemacht für meine Zuhörer und Zuschauer, die hier gemeint sind, sind die Heiden, die sich eben nicht an die römisch-katholische Kirche halten. Die Ketzer sind diejenigen, die sich nicht an die römisch-katholische oder die auch weiterhin sogenannte orthodoxe Kirche halten. Und die Juden tun das ja auch nicht. Also Heiden, Juden und Ketzer sind die, was wir heute nennen, Protestanten. Ja, um das mal kurz auf den Nenner zu bringen. So triumphierte in der christlichen Kirche wie in dem christlichen Staate die Lehre von der Unterdrückung der Ketzerei. Ja, und jetzt möchte ich doch mal eben diesen Satz noch einmal so lesen, wie er bitteschön verstanden werden muss. So triumphierte in der katholischen Kirche wie in dem katholischen Staate die Lehre von der Unterdrückung der Ketzerei. So muss man diesen Satz verstehen. Ihr schließen sich schon im 5. Jahrhundert der heilige Johannes Chrysostomus
und der heilige Augustin im Okzident und Orient an, wenn sie auch in dem Rest von evangelischem Empfinden, den sie sich bewahrt hatten, die Todesstrafe verwarfen. Ja, das waren zwei, Chrysostomus und der heilige Augustin, die sagten, man sollte die Ketzer, die Andersgläubigen, die sich nicht der Orthodoxen, der römisch-katholischen oder der katholischen Kirche anschließen, die sollte man zwar verbannen aus seinem Wohnraum, aus seinem Reich, wo man wohnt, also aus dem Land werfen oder aus dem Landkreis, wo auch immer, und man sollte sie auch verfolgen können, aber man sollte sie nicht töten. Ja, so weit sind die beiden nicht gegangen, andere gingen da ein wenig weiter. Von nun an konnte man zwar noch von Zeit zu Zeit einige Stimmen vernehmen, die ihren Widerspruch zu erkennen gaben, so zum Beispiel diejenigen des heiligen Martin von Tours im Jahre 385 bei Gelegenheit der Hinrichtung des spanischen Erzketzers Priscillian und seiner drei Jünger in Trier. Aber man achtete nicht auf sie, und schon im Jahre 447 billigte der Papst Leo I., der Große, laut und deutlich dieses gewalttätige Vorgehen. Der Papst, der Bischof von Rom, billigte das gewalttätige Vorgehen. Er ist der Papst der römisch-katholischen und nicht der apostolischen, bibeltreuen, Jesus folgenden Kirche. Übrigens kannte Westeuropa die Ketzerei kaum vor dem Jahr 1000. Damals aber wurde die Frage infolge der Verbreitung der Katharer von neuem aufgeworfen. Vielleicht zum letzten Male hören wir das Echo der evangelischen Überlieferung um die Mitte des 11. Jahrhunderts, um 1048, in einem Briefe des Bischofs Vaso von Lüttich an seinen Amtsbruder von Chalon in Frankreich. Zitat: Der Herr will den Tod des Sünders nicht. Genug der Scheiterhaufen. Töten wir nicht mit dem weltlichen Schwert diejenigen, welche unser Schöpfer und Erlöser leben lassen will, damit sie sich befreien aus den Fesseln des Dämons? Die, welche heute Ketzer sind, können sich morgen bekehren und noch größer als wir in dem himmlischen Vaterlande werden. Hat der heilige Paulus nicht zuerst die Christen verfolgt? Die Bischöfe sind die Gesalbten des Herrn, nicht um den Tod zu geben, sondern um das Leben zu bringen. Ende Zitat. Das war der Schwanengesang der Duldung im Abendlande. Schon hatte im Jahre 1022 zu Orléans der König Robert der Fromme die Scheiterhaufen angezündet. Das Papsttum, das immer schwerer auf die weltliche Macht drückte, nicht auf die spirituelle, sondern auf die weltliche Macht, unterwarf dieselbe allmählich vollständig der Kirche. Das Zusammenschmelzen von Staat und Kirche, ja, die geistige Macht steht über der weltlichen Macht, unterwarf diese weltliche Macht allmählich vollständig unter der Kirche und nötigte sie, die Ketzerei auszurotten. Das heißt, die Kirche hat nicht nur selber durch ihre verschiedenen Mönchsorden und andere Orden dafür gesorgt, dass die Ketzer verfolgt wurden, sondern sie hat auch noch dafür gesorgt, dass der Staat die zivile Macht, die temporale Macht auf die Kirche hört und die Ketzerei ausrotten musste. Im 13. Jahrhundert war die Inquisition vollständig ausgerüstet und der Papst hielt in der ganzen Rom unterworfenen Christenheit die schützende Hand über die Inquisition. Als man so von dem Evangelium zu dem Auto da Fe gelangt war, Auto da Fe, falls ihr das nicht versteht, da sollte auch ein Bild von hier in dem Video mit bei sein, Auto da Fe ist eine öffentliche Verbrennung. Als man von dem Evangelium zu dem Auto da Fe gelangt war, zogen die Christen des Abendlandes die Berechtigung der Todesstrafe, womit der Ketzer als der gefährlichste Feind der sozialen Ordnung getroffen wurde, nicht mehr in Zweifel. Auch hier, ganz gefährlich, muss man das Wort Christen natürlich ersetzen durch Katholiken, sonst versteht man das verkehrt. Als man
als man so von dem Evangelium, zu dem Otto da Fe gelangt war, zogen die Katholiken des Abendlandes die Berechtigung der Todesstrafe, womit der Ketzer als der gefährlichste Feind der sozialen Ordnung getroffen wurde, nicht mehr in Zweifel. Am Ende des 13. Jahrhunderts, 1274, gab der Doktor Angelicus, der heilige Thomas von Aquin, in seiner Summa Theologica, deren sorgfältiges Studium Leo der 13. in einer Enzyklika vom 4. August 1879 vorgeschrieben hat, die Lehre der römischen Kirche über diesen Punkt also wieder. Und jetzt kommt ein Zitat. Thomas von Aquin, muss man hierzu wissen, war der Doktor der römisch-katholischen Kirche und hat seine Lehre in den 5 Bänden der Summa Theologica aufgebaut auf Plato, Sokrates und, wie heißt der dritte wieder da im Bunde der Griechen? Aristoteles. Ne? Also, die ganze Lehre von Summa Theologica, von dem Kirchendoktor Thomas von Aquin, der lebte von 1225 bis 1274, hat seine Lehre, die heute als Dogma in der römisch-katholischen Kirche gilt, aufgebaut auf dem griechischen, auf der griechischen Philosophie. Deswegen ist ja auch das Tier aus dem See hat einen Körper wie ein Leopard, einen Körper wie das Tier, das Untergegangene davor, das Reich aus Griechenland. Aber lesen wir halt mal das Zitat hier. Die Ketzerei ist eine Sünde, durch welche man verdient, nicht nur von der Kirche durch die Exkommunikation, sondern auch von der Welt durch Tod ausgeschlossen zu werden. Bleibt der Ketzer bei seinem Irrtum, so soll die Kirche es aufgeben, ihn zu retten, und soll für das Heil der übrigen Menschen sorgen, indem sie ihn durch ein Exkommunikationsurteil aus ihrem Schoße ausschließt. Das Übrige überlässt sie dem weltlichen Richter, damit er ihn durch den Tod von dieser Erde verbanne. Ende Zitat. Was dachten die Ketzer selbst darüber? Von ihren Schriften, die gleich ihren Verfassern von der Inquisition systematisch verbrannt worden sind, ist fast nichts mehr vorhanden. Kaum, dass wir eine heftige Cervantes und der Troubadours des 13. Jahrhunderts gegen die blutigen Gräuel der Albigenser Kreuzzüge besitzen. Im Juli 1410, am Vorabend der durch die Scheiterhaufen des Konzils von Konstanz entfesselten hussitischen Tragödie, verbrannte der Erzbischof von Prag öffentlich die Schriften Wycliffs. Sogleich stimmte man gegen ihn und seine Geistlichkeit ein Volkslied an, von dem uns eine stolze Strophe erhalten geblieben ist. Das von dem Erzbischof Spinek befohlene Otto da Fe ist ein Angriff auf die Ehre der Tschechen. Ein anderes Lied sagte mit verächtlicher Ironie, Spinek, ein Bischof, der lesen lernt, beschließt, dass man die Bücher verbrennen soll, denn er weiß selbst nicht, was sie enthalten. Aus der Mitte des 15. Jahrhunderts um 1460, aus den Tagen nach der großen Vauderie von Arras, sind noch etwa 10 bittere Strophen vorhanden, die heimlich auf Papierrollen in der Stadt verbreitet wurden. Darin griff ein anonymer Dichter die Haupturheber dieser Verfolgung an, vornehmlich, und jetzt folgt hier ein Zitat aus dem Französischen, Zitat, L'inquisiteur a sa blanche barrette, son velu nez et sa trogne maugrine, des principaux a été à la feste, pour pauvres gens tirés à la Gehenne. Ende Zitat. Im Übrigen stammt die ganze, die Unterdrückung der Ketzerei betreffende Literatur aus der Feder der Inquisitoren selbst. Sie besteht hauptsächlich aus Widerlegungen der ketzerischen Irrtümer und aus Handbüchern, die bestimmt sind, den Glaubensrichtern bei der Erfüllung ihrer furchtbaren Aufgabe als Richtschnur zu dienen. Unter diesen letzteren ragen hervor die Practica Inquisitionis Hereticae Praviatis des tolosanischen Inquisitors Bernard Guidonis, der
1331 lebte, und das Directorium Inquisitorum, das um 1375 von dem katalanischen Inquisitor Nicolaus Aimericus verfasst ist. Das Directorium Inquisitorum, daraus habe ich ja bereits im ersten Teil vorgelesen, und das habe ich euch, da habe ich euch mit bekannt gemacht während der Lesung des Buches Herrscher des Bösen. Und hier sehen wir weiterhin eine Nennung dieses Directorium Inquisitorum und verstehen hier, dass die ganze, die Unterdrückung der Ketzerei betreffende Literatur, nämlich einerseits Practica Inquisitionis Heretica Praviatis und Directorium Inquisitorum aus der Feder der Inquisitoren selbst stammen. Es kommt aus dem Maul des Pferdes selber, wie man so schön im Englischen sagt. Or the horse's mouth itself. Die römisch-katholische Kirche, deren Inquisitoren, sind diejenigen, aus deren Feder die ganze Literatur betreffende der Unterdrückung der Ketzerei kommt. Das ist die Hauptaussage dieses Satzes. Ferner sind zu erwähnen die Luzerner Inquisitorum Heretica Praviatis von Bernhard von Como aus 1510, der Catalogus Hereticum von Bernhard von Luxemburg von 1522, die Handbücher für Inquisitoren von den beiden Spaniern Jakob Simancas und Johann de Royers und einige Verteidigungsschriften wie die des Ludwig von Paramo, De origine e progresso officii sancta inquisitionis e jusque utilitate et dignate libri tres aus Madrid von 1598. Aber damals waren die großen Tage der Inquisition schon vorüber. Am 1. Juli 1523 hatte sie auf dem Markt von Brüssel zwei Augustinermönche feierlich verbrannt. Es waren die ersten Protestanten, welche das Schafott bestiegen. Da schrieb Luther seinen Rachepsalm. Ein neues Lied heben wir an, der mit den prophetischen Worten endete. Zitat: Die Aschen will nicht lassen ab. Sie stäubt in allen Landen. Der Sommer ist hart für der Tür. Der Winter ist vergangen. Die zarte Blümlein gehen herfür, der das hat angefangen. Der wird es wohl vollenden. Amen. Dieses neue Lied Luthers entfesselte in ganz Europa einen Sturm der Entrüstung gegen die Inquisition, der sich in den Liedern und Flugschriften der deutschen Lutheraner, der französischen Hugenotten, der niederländischen Geusen, der Genfer Calvinisten, der schottischen und englischen Puritaner kundgab. Die Woge stieg und ergriff die Literatur. Erasmus, Rabelais, William Tyndale, Marnix von Saint-Aldegonde, Fischart, Hans Sachs und noch manche andere, Prosaisten und Dichter, verdammten in flammenden Worten die Inquisition und ihre Vertreter. Besonders gegen die spanische Inquisition richtete sich ihre Entrüstung. Die umfangreiche und gelehrte Flugschrift des spanischen Protestanten Reginaldus Gonsalvius Montanus, oder vielmehr Reinaldo González de Montes, der aus den Gefängnissen des heiligen Offiziums von Sevilla im Jahre 1558 entwichen war, wurde zu Heidelberg im Jahre 1567 unter dem Titel Sanctae Inquisitionis Hispanica Artis Alicot Detectae e Palam Traductuae veröffentlicht. Darin brandmarkt der Verfasser das ganze Verfahren des spanischen Inquisitionsgerichtshofes. Dieses Buch wurde schon nach weniger als zwei Jahren ins Französische, ins Deutsche, ins Englische und sogar ins Niederländische übersetzt und hat den Weg durch ganz Europa genommen. Ich möchte hier mal eben eine kleine Bemerkung von mir persönlich einfügen. Wir lesen hier, wie gegen die Inquisition auf einmal gewettert wurde, aber wir lesen das in einer Zeit, die nach 1517 war. Das war die Zeit, wo die Leute aufgewacht sind, weil sie auf einmal die Bibel in ihren Händen hielten, die sie früher nicht hatten.
Luther hat mit seiner Bibelübersetzung von 1521 dafür gesorgt, dass die Menschen erstmals das Wort Gottes in der Hand halten konnten. Und diese Bibel hat sich wie ein Lauffeuer durch Europa verbreitet. Und es gab nicht nur die deutsche Bibel, es gab eine italienische, es gab eine spanische, es gab eine englische, es gab halt die deutsche und es gab noch andere Bibeln. Die Bibel wurde durch die Kunst des Buchdruckes auf einmal in Europa verteilt. Das war ein Buch, das den Menschen vorher nicht zur Verfügung stand. Und auf einmal haben die Leute gesehen, wer Jesus Christus ist. Und sie haben auch gesehen, wer der Papst ist. Und haben die ganze Ketzerverfolgung, wie die römisch-katholische Kirche das nennt, auf einmal verstanden. Und sind darum natürlich auf die Barrikaden gegangen. Und wenn man sich dann solche Dinge anguckt, wie die Kriege, die Bauernkriege oder wie auch immer, die damals in Deutschland losgebrochen sind, was ich überhaupt nicht gutheiße, weil das ist immer... Mord und Totschlag und Krieg ist immer antibiblisch, da spreche ich gar nichts anderes ab. Aber als das stattgefunden hat, da hat das stattgefunden eben, weil die Leute sich gegen diese Inquisition auf einmal aufgelehnt haben. Und jetzt kommt ein weiterer wichtiger Punkt, an den ich meine Zuschauer eben mal kurz erinnern möchte. Ihr erinnert euch sicher noch, dass ich damals das Buch gelesen hatte, oder besser gesagt eine Zusammenfassung in Deutsch euch gebracht hatte, von dem Buch Rulers of Evil, Herrscher des Bösen. Darin wurde festgestellt, dass in 1540 der Antichrist Papst Paul III. Mit der Bulle Regimini Militantis Ecclesiae die Jesuiten als offiziellen Orden in die römisch-katholische Kirche aufgenommen hat. 1542, so schrieb Tappasorsi in seinem Buch, waren die Verhandlungen der Jesuiten mit den Dominikanern abgeschlossen, dass sie die Inquisition übernehmen würden. Das heißt, wir lesen hier jetzt gerade von den ganzen Schriften, die gegen die Inquisition in die Welt gesetzt wurden. Wir reden hier von der Zeit von 1558, 1567. Also wir reden vor allen Dingen in der Zeit nach der, hier mit dem 1523 auf dem Markt von Brüssel, also in der Zeit zwischen dem Anfang des 16. und der Mitte, etwas über die Mitte des 16. Jahrhunderts hinausgehenden Zeit. Wir reden aber in einer Zeit, wo die Jesuiten die Inquisition 1542 übernommen hatten und die hatten eine ganz andere Form der Inquisition vor Augen. Abgesehen davon, dass sie natürlich die Inquisition, so wie sie im Mittelalter davor stattgefunden hat, beibehalten haben zum großen Teil, wie zum Beispiel in Spanien, wo wir später noch drüber hinkommen. Deswegen, das Buch behandelt das ja alles. Ich will mit meinem Kommentar nur eben auf den einen Punkt hinaus, dass ich euch deutlich mache, dass ab 1542 die Jesuiten die Inquisition übernommen haben. Und das ist auch heute immer noch so. Und der deutsche Papst Benedikt XVI., der Kardinal Ratzinger zu der Zeit, war 25 Jahre lang Vorsitzender dieser Glaubenskongregation, wie sich die Inquisition heute nennt. Ja, der Name ist anders, aber es ist immer noch dieselbe Maschinerie. Aber die Inquisition arbeitet heute anders. Heute arbeitet die Inquisition mit Kriegen. Da will ich jetzt auch gar nicht zu weit drauf eingehen. Ich wollte nur deutlich machen, dass wir uns in Erinnerung rufen, dass in 1542, zwei Jahre nach der Gründung des Jesuitenordens oder nach der Akzeptanz der römisch-katholischen Kirche des Jesuitenordens, gegründet wurde ja 1534, zwei Jahre danach die Jesuiten die Inquisition übernommen haben. Da müssen wir uns von bewusst sein, wenn wir hier dieses Buch weiterlesen und verstehen möchten. Der Autor fährt fort. Die Periode der Schmähung setzte sich im 17. Jahrhundert in dem protestantischen Lager fort. Ihr gegenüber verdoppelten sich bei den Katholiken die bald behutsamen, spitzfindigen, bald brutalen Lobschriften. Die Werke des Italieners Paolo Scarpi, de Bossuet, in seinem Streit mit dem Bischof von Montauban, des Sizilianers Antonio Diana, eines Rates des Heiligen Offiziums, des Spaniers Franz Pefia, des Cäsar Carena und anderen traten an das Licht. Im Jahre 1692, und jetzt hört gut zu, endlich in 1692 erschien zu Amsterdam ein Buch, das als der Vorläufer des wissenschaftlichen Studiums der Geschichte der Inquisition angesehen
werden kann. Eine kleine Fußnote folgt hier, aber erst ein kleiner Kommentar von mir. Jetzt hier und in den nächsten paar Absätzen geht es um das Buch von Philipp van Limborg oder Philippi à Limborg. Und das ist ein Buch, das ich in Englisch lese oder gelesen habe, je nachdem, wann das hier rauskommt, werde ich wohl immer noch mit beschäftigt sein. Das ist 800 Seiten. Das lese ich auf meinem zweiten Kanal, Jugglers War on Disinfo, in Englisch. History of the Inquisition. Das wird hier von Henry Charles Lear erwähnt, dass im Jahre 1692 endlich zu Amsterdam das Buch erschien. Das wurde 1731 von Samuel Chandler vom Lateinischen ins Englische übersetzt. Nur eben die Fußnote möchte ich euch eben mal vorlesen. Da steht hier, schon im Jahre 1649, also fast 50 Jahre vorher, hatte ein anderer holländischer Schriftsteller, Marcus Zuerius van Boxborn, zu Leiden unter dem Namen Nederlandsche Historie ein Bild der religiösen Verfolgung in den Niederlanden vom Jahre 1000 bis zu Karl dem V. veröffentlicht. Also das sind über 500 Jahre. Ne? Karl der V. war ja der römische Kaiser zur Zeit Luthers. Das sich auf die Chroniken und zeitgenössischen Urkunden stützt. Eine noch vollständigere Darstellung findet man in dem Werke des Pastors G. Brandt, Historie der Reformatie, Band 1, Amsterdam 1671, zweite durchgelesene und vermehrte Auflage 1677. Also, es gibt hier drei holländische Schriftsteller, nämlich den Marcus Zuerius van Boxborn und den Pastor G. Brandt. Der letztere mit seiner Historie der Reformatie, also Historik der Reformation, und der andere mit seiner Niederlandsche Historie, also Niederländische Historie, die alle beide ebenfalls ein Bild gezeichnet hatten von der Inquisition. Sagt ihr, warum schreiben denn die Niederländer ein Bild über die Inquisition? Naja, weil die Niederlande eben von Spanien beherrscht wurden. Und die spanische Inquisition hat in den Niederlanden und in Flandern und überall seine Auswirkungen gehabt, wo die Spanier an der Macht waren. Soweit nur mal eben zu diesem kleinen Geschichtsausflug hier. Die Werke des Italieners Paolo Scarpi de Bossuet und so weiter, das hatte ich gerade gelesen. Im Jahre 1692 also erschien endlich zu Amsterdam ein Buch, das als der Vorläufer des wissenschaftlichen Studiums der Geschichte der Inquisition angesehen werden kann. Ein Foliowerk von mehr als 800 Seiten unter dem Titel Philippi a Limborg Historia Inquisitionis. Qui subjunctur liber sententiarum Inquisitionis Tolosanae ab anno Christi 1307 ad annum 1323. Der Verfasser, ein protestantischer Geistlicher der Dissidentensekte der Remonstranten, ja, eine Sekte, da wissen wir ja inzwischen, wie wir das beurteilen müssen, wenn wir uns das Buch Ökumene und Weltregierung von Dr. Martin Kobialka nochmal in Erinnerung rufen, wo er ja deutlich erklärt hat, was eine Sekte eigentlich ist, der Remonstranten, widmet sein Buch dem Primas der anglikanischen Kirche, dem Erzbischof von Canterbury. Er erklärt von Limborg, dass er sich nur stütze auf die Bullen der Päpste und auf die Schriften und Akten der Inquisitoren selbst. Und er hält auch Wort. Er entwirft zunächst eine noch heute wertvolle Skizze von der Geschichte der Inquisition, indem er ihren Ursprung und ihre Fortschritte in den verschiedenen katholischen Ländern, besonders in Südfrankreich, in Spanien und in den spanischen Kolonien, Schritt für Schritt verfolgt. Ja, ich kann euch erzählen, ich habe den ganzen ersten Band durchgelesen, bin im zweiten Band beschäftigt und ich bin immer noch erst angekommen bei der Gründung der Dominikaner. Das war jetzt in Kapitel 8 im Band 2 das Stück, wo ich angekommen bin. Die Gründung der Dominikaner, alles davor, weit über 100 Seiten. Hält sich der von Limborg nur, beschäftigt er sich nur mit der Geschichte der Inquisition wirklich bis ins Detail rein. Es ist super interessant, das zu lesen oder zu verstehen. Und wenn ihr halt Englisch könnt, geht auf meinen zweiten Kanal und schaut euch meine Lesung History of the Inquisition von Philipp von Limborg an.
im Augenblick heute haben wir den 3.9.2017. Bis heute habe ich, glaube ich, 26 Teile davon hochgeladen. Der Rest kommt natürlich noch. Das ist noch lange nicht mit vorbei. Aber der Autor fährt fort. Dann spricht er, also Philipp von Limburg, über das Personal dieses furchtbaren Gerichtshofes, über die seiner Gerichtsbarkeit unterstellten Verbrechen, über das Verfahren selbst und über die Todesstrafen. Allein den wertvollsten Teil dieses für seine Zeit wirklich gelehrten Werkes bildet jener Liber Sententiarum der Tolosanischen Inquisition von 1307 bis 1323, ein noch uneditiertes Dokument von unschätzbarem Werte, dessen Original verloren gegangen zu sein scheint und über dessen Herkunft der Verfasser nichts sagt. Er beschränkt sich auf die Bemerkung, dass sein Besitzer es ihm freundlicherweise 4 Jahre lang anvertraut habe, damit er es abschreibe und sorgfältig studiere. Limborg gibt eine genaue Beschreibung des Manuskripts, seines Einbandes, der Unterschriften der Notare und so weiter. In seinen Texte hat er die Seitenzahlen der Folioblätter des Originals notiert und die Orthographie desselben gewissenhaft beibehalten. So versichert er selbst. Er wünscht, wie er sagt, einen so wichtigen Schatz einer öffentlichen Bibliothek anvertraut zu sehen, da derselbe für immer verloren gehen werde, wenn sein Besitzer Nachkommen habe, die nicht so einsichtsvoll wären wie er. Das scheint leider eingetroffen zu sein, denn das Manuskript ist bis zum heutigen Tage, also Ende des 19. Jahrhunderts, noch nicht wieder aufgefunden worden. Man begreift es, dass Limborg dem Leser seinen Schatz mit folgenden etwas überschwänglichen Worten darbietet. Ecce tibi librum qualem typis editum hactentus non vidit Christianus orbis. Entschuldigung, dass ich hier das Lateinische nicht alles ins Deutsche übersetzen kann. In der Tat ist es dieser Liber Sententiarum, der Ausgangspunkt und die Grundlage aller wirklich wissenschaftlichen Forschungen über die Inquisition in Südfrankreich, wo sie so üppig geblüht hat. Das Bild, welches Limborg zuerst von der Kirche und dem Verfahren der Inquisition entworfen hatte, wurde von den meisten Schriftstellern des 18. Jahrhunderts, die denselben Gegenstand behandelten, wiederholt. Zum Beispiel von dem Engländer J. Baker, 1736, der sich darauf beschränkte, erschreckende Beispiele und Anekdoten hinzuzufügen. Sein Werk wurde sofort im Jahre 1741 zu Kopenhagen ins Deutsche übersetzt. Aber fast zu gleicher Zeit wie das Werk Limborgs nur ein Jahr später, war 1693 zu Köln und Paris eine Histoire de l'Inquisition et de son origine erschienen. Das heißt also Geschichte der Inquisition und ihrer Originalität, also ihrer Herkunft. Sie war geschrieben von einem französischen Priester, dem Abbé Jacob Marsollier, Domherrn zu Uzès, der zwar aufgrund des Deuteronium, der Lehre der Apostel und der katholischen Kirche für die Bischöfe und die Fürsten das Recht in Anspruch nahm, die Ketzerei zu unterdrücken, aber zugleich die Missbräuche der römischen Kurie an den Pranger stellte und die Inquisition als eine verhasste und unwirksame Institution verurteilte. Da eben nochmal eine kleine Nebenbemerkung für meine lieben Zuhörer und Zuschauer hier. Der Abbé aus Uzès, der Domherr aus Uzès, hat hier zugleich die Missbräuche der römischen Kurie an den Pranger gestellt. Wartet mal, bis wir zu Kapitel 1 kommen. Da gehen euch die Ohren über die Missbräuche der römisch-katholischen Kirche. Und wer da noch mehr lesen will oder schnell drüber auf andere Quelle was erfahren will, dem rate ich an, sich das Buch zu besorgen von Dave Hunt, The Woman Rides the Beast. Das es auch im Deutschen gibt, Die Frau und das Tier heißt das. Und das kann man sich als PDF gratis im Internet runterladen und das kann man auch noch kaufen. Die Frau und das Tier von Dave Hunt. Wenn ihr das gelesen habt, dann glaubt ihr nicht mehr an apostolische Nachfolge, dann glaubt ihr nicht mehr an die Ehrlichkeit der römisch-katholischen Kirche und das werdet ihr auch nicht, wenn ihr das hier gelesen habt. Aber
In dem Buch auch sicherlich nicht. Ist knapp 500 Seiten, also auch nicht mal eben so ein kleines Büchlein. Hä? Es ist weniger eine Geschichte der Inquisition als eine kanonistische Abhandlung oder vielmehr vor allem ein gallikanisches Pamphlet. Dieses Buch, das mit Wohlgefallen bei den Grausamkeiten des heiligen Offiziums verweilt und mit schauerlichen, aus Limburg entlehnten Vignetten illustriert ist, bildet ein seltsames Zeichen der Zeit. Ohne die Rechte der katholischen Kirche in Sachen der Ketzerei preiszugeben, wirft der Abbé Marsollier entschlossen die Inquisition selbst über Bord. Seltsamerweise wurde sein Werk neu gedruckt und erweitert im Jahre 1769 einen anderen Priester, den Abbé Gouget, der damit einen Discours sur quelques auteurs qui ont traité du Tribunal de l'Inquisition verbindet und in demselben die Schriften von Elmericus, Peña, Paramo, Scarpi und anderen der Reihe nach durchgeht. Der Titel hier war Discours sur quelques auteurs qui ont traité du Tribunal de l'Inquisition, das heißt auf Deutsch ein Diskurs von einigen Autoren, die wie sie von dem Tribunal der Inquisition behandelt wurden. Das Buch Limborgs prüft er eingehend und erkennt auch den hohen Wert desselben an. Seine Kritik, na, natürlich haben solche Bücher immer irgendwelche Kritiker, seine Kritik ist natürlich in katholischem Sinne gehalten, wenn auch im Ganzen ziemlich unabhängig. Der Einfluss Limborgs ist ebenfalls nicht zu verkennen in dem Buche L'Histoire de Languedoc, also die Geschichte von Languedoc, dem bedeutenden Werke der Benediktiner Dom Verset und Dom de Vic. Weit stärker aber hat er auch Voltaire und die Enzyklopädisten in ihrem bewundernswerten Feldzug für die religiöse Duldung angeregt. Aber wie sehr überwiegt doch die hohe Deklamation im 18. Jahrhundert, sobald man sich auf das Gebiet der Geschichte wagt. So, und bevor ich jetzt weiterfahre, mache ich hier eine Pause und wir werden dafür im nächsten Teil weiterlesen. Ich bin jetzt auf Seite XX, also auf Seite 20 in dem Abschnitt des Buches Die Inquisition und die Geschichtsforschung. Bis auf Seite 20 bin ich gekommen. Und das geht bis Seite 30. Also wir haben noch knapp 10 Seiten zu lesen, mindestens. Habe ich also knapp die Hälfte von den 18 Seiten wohl geschafft. Und ich markiere mir das hier und werde in dem nächsten Absatz, wo es im 19. Jahrhundert weitergeht, über die Inquisition und die Geschichtsforschung im nächsten Video weitermachen. Und bedanke mich bis hierhin erstmal herzlich für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und ich hoffe auf euer Verständnis für meine Videoarbeit, wo ich mir nicht die Sorge gemacht habe, jetzt die ganzen Bilder rauszusuchen, genau zu dem, was ich jetzt hier sage, weil ich habe mit dem Lesen dieses Buches und der anderen Bücher, wie ihr wohl versteht, mehr als genug zu tun und halte es bei einfachen Videos und finde das gesprochene Wort überzeugender als die Bilder, die ich hierbei zeigen kann. Aber nichtsdestotrotz werde ich auch hier die Bilder reintun, die ich für wichtig erachte. Lediglich kann ich nicht garantieren, dass sie immer im richtigen Zeitpunkt eingeblendet werden. Da hoffe ich auf euer Verständnis. Und danke meinen Brüdern und Schwestern fürs Zuhören, fürs Zuschauen und möge Gott euch behüten, schützen und segnen. Und bis zum nächsten Mal. Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab und sagt Tschüss. We must start at the foot of the cross. For our souls in danger, we're at loss. And when we kneel in that awesome place, at that very moment, you'll feel God's grace. Friend, let me tell you, you need to know, there is heaven, also hell below. Christ died on that cross to set you free from your vile sins and hell's agony. You're God's enemy without the cross. Reject Christ, and to God you're dross. Prison of hell he will send, just Christ's work on the cross makes amends.
God hates those who try to enter in, the gates of heaven still full of sin. Only his Son can take sin away. Go to the foot of the cross this day. God has provided only one way to enter heaven's wondrous array. Accept what Jesus did for us all. He paid our debt, so hell won't befall. Go to the foot of the cross this day. His precious blood washes sin away. We each need to think more of his cross. Without our Savior, we're total loss.